Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Stronghold 2. Und wir machen jetzt mal kurz die Geschwindigkeit etwas hoch, denn ich habe die Produktion wieder angeheizt. Diesmal habe ich hier direkt zwei Fischteiche und eigentlich fällt mir auf, jetzt haben wir hier unten ja auch Platz. Oder? Nee? Echt, der geht hier nicht hin. Ganz knapp gar nicht. Vielleicht hier? Na, tatsächlich, hier unten ist eh zu klein gewesen, okay. Habe ich ja letztes Mal drüber spekuliert, ob man da nicht noch einen hätte hinbauen können. Also die Produktion läuft überall. Also es sollte eigentlich kein Problem sein, dass wir jetzt hier ein bisschen Gas geben kurzzeitig. Vielleicht hier noch ein bisschen Weinberge, aber es sollte eigentlich reichen. Ein bisschen weniger als beim letzten Mal. Ich habe jetzt hier die Struktur etwas verändert. Einfach alle Weingüter habe ich alle hier hingestellt. Sobald die anfangen zu produzieren, müssten wir den Wein eigentlich innerhalb von ein paar Minuten haben. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen umgeändert, also ich habe von Anfang an nochmal mehr Fischteiche, glaube ich. Also es sind jetzt 11, ich weiß nicht, ob es vorher auch so viele waren. Und sobald wir das Gemüse haben, also ich hoffe jetzt 7 Stück reichen einfach, werden wir instant nochmal die löschen und noch mehr Fischteiche bauen, beziehungsweise können wir noch ruhig einen dahinstellen. Der fängt natürlich wieder an, hier alles zu bauen. Dann habe ich die Fuhrmannsposten hier alle noch näher an den Rand geschickt. Ich meine, es ist nur minimal, aber trotzdem. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Hier Lord. nochmal mein Wie Vorratslager oft clearen. bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my Nicht, Lord. dass es hier wieder zu Wie oft bitte, Komplikationen Sire? gibt. Die Kommt. Güter sind auf dem Weg, my Lord. Wählt das Ziel aus. Okay, aber ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt Wein reingetragen haben. Naja, doch, wahrscheinlich schon. In der kurzen Zeit wären die jetzt nicht so weit gelaufen. Ja, die waren hier noch nicht ready. Aber jetzt sind sie's. Genau. Ja, ich würde sagen, so ein bisschen. Und die Küche, die Arbeit in der Küche habe ich ja auch schon eingestellt. Das heißt, wir produzieren jetzt hier schon ein bisschen von unserer eigenen Burg. Ja, macht natürlich kaum einen Unterschied. Ehre sollte eigentlich reichen. Ich habe wieder Kornspeicherzeug gekauft, also dass wir die ganze Zeit 3 Ehre kriegen. Und die Thiostat müsste eigentlich passen. Und sonst, wie gesagt, Schweine waren ja sowieso kein Problem. Und jetzt haben wir hier zusätzlich noch ein paar Gänse und Fische. Können wir dann auch nochmal 5 bis 10 von der Länderei schicken lassen. Genau. Oh ja, die bringen auf jeden Fall ordentlich Weintrauben. Oh wow, es hat gar nicht gereicht für jeden? Holy shit. War tatsächlich leer. Damn. Das ist nicht gut. Aber gut, die sind jetzt direkt neben dem Vorratslager. Das heißt, sie produzieren halt echt wie Sau. Das Nervige ist halt, dass die, wenn die da durchlaufen, noch langsamer werden. Sau der Scheiß. Irgendwie befriedigend, das anzugucken, wenn die so die Sachen rein und raus tun, dass sich das immer so stapelt und so. Ist irgendwie echt befriedigend. Also befriedigend im Sinne von, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht das andere. Perversen Schweine. Wählt die Güter aus. Naja, das passt. Okay. Gut, müsste eigentlich klar Eure gehen. Beliebtheit sinkt. Was? Das Volk hält viel von euch, my Lord. Oh. Erst mit den Verbrechen könnten wir ja eigentlich uns drum kümmern, oder? Nee, geht. Warum geht es nicht hier hin? Wir haben Ach. dieses Gebäude bereits platziert, Wollte schon my Lord. sagen, ist doch genau genug Platz dafür. Aber das war das falsche Gebäude. Genau, dann ein Wachtposten. Machen wir noch einen in der Nähe des Kornspeichers. Und dann noch Bestrafungsdinger. Geben, glaube ich, auch Ehre tatsächlich. Also passt. Wählt die Güter Dann hier, aus. der schickt Wie oft uns bitte, Sire? 50 Holz und der hier fängt Wählt schon an, die uns Güter Schweine zu aus. schicken. Wählt die Wow. Menge aus. Die Güter sind Haben auf wir eh dem schon Weg, my 50. Lord. Genau, dann werde ich die Schweinefarm hier unten dann noch ersetzen durch noch einen Fischteich und dann müsste es eigentlich wirklich passen. Ja, ich meine, man muss. Letztes Mal habe ich es nicht schlecht gemacht und war einfach nur zu dumm und habe zu lange gewartet, bis ich mir irgendwas schicken lasse. Das war ein großer Fehler. Und das werde ich auf jeden Fall nicht wiederholen, aber ich meine, das ist auch wirklich haarscharf gewesen. Also ich meine, legit hätte ich es 1 Minute eher losgeschickt, hätte es noch genau gereicht. Also war einfach dämlich. Vor allem, weil ich auch auf diesen einen Fisch gewartet habe. Ich hätte einfach 20, 20, 10 nochmal schicken können oder sowas zum Beispiel auch. Also ja, beziehungsweise wenn man es einfach früher gemerkt hätte, hätte man es halt anders machen können. War halt etwas blöd. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. So. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Schicken wir da schon mal die ersten Sachen los. Nur Kleinigkeiten, aber damit man dann mit einer 50er-Ladung den Rest schicken kann.
Hoffentlich zumindest. Was ist hier los? Ah, mein Vorratslager ist wieder voll. Eure Beliebtheit. Habe halt vorhin extremst viel Ding. Extremst viel Holz wieder gekauft. Jetzt muss ich alles wieder verkaufen. Das ist ein Schwachsinn, ey. Es ist wirklich, das ist so ein Schwachsinn. Aber naja. Okay. Aber jo, passt eigentlich. Machen wir gleich die Geschwindigkeit dann etwas runter und kontrollieren mal, wie es läuft. Das müsste, ich glaube, es passt schon. Müsste ja alles cool sein. Genau. Hier sieht es auch echt gut aus. Wählt die Güter aus. Ja, haben wir schon wieder 50. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Dürfte wirklich kein Problem sein. Eigentlich voll die leichte Mission, sagt er, nachdem er 3 Folgen und über 2 Stunden dafür gebraucht hat. Oder naja, 2 Stunden waren es nicht, aber es war schon ziemlich lang. Ich habe auch bei der letzten Folge tatsächlich gar nicht gemerkt, dass die Folge so ultra lang war, to be honest. Also ich habe es wirklich nicht gemerkt. Dachte mir auch so, what the fuck, Alter, 31 Minuten, was zum Teufel ist passiert? Also normalerweise will ich solche langen Folgen nicht machen, weil in der Regel fällt da die Aufmerksamkeit mit jeder steigenden Minute. Und vor allem auch die Bereitschaft, überhaupt sich das Video überhaupt auf das Video zu klicken, sinkt dann, glaube ich, extremst. Deswegen habe ich das eigentlich nicht vor, dass ich das öfter mache. Eigentlich so im ganz normalen 15 bis 25 Minuten, wenn es mal länger wird. Aber über 30 ist schon viel zu lang auf jeden Fall. Genau. Gut, dann, was haben wir hier? Die Güter aus. Hier. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Jetzt müsste man Weg, nämlich das Gemüse schon fertig haben, tatsächlich. Ups. Falsche Taste. Genau. Und dann, ja, fehlt eigentlich wieder nur Fisch und Gans. Wenn der rote Balken bei Z ist, von Zeit bis zur, also bei dem Z von zur, dann machen wir mal Geschwindigkeit wieder auf 20 oder so. Und dann kontrolliere ich nochmal alles, dass auch ja nichts wieder schief gehen kann. Aber hier ist, glaube ich, eh schon vorbei, oder? Der wartet jetzt, bis da wieder 50 Schweine sind. Das dürfte nicht gleich der Fall sein. Ja, da ist er schon unterwegs, genau. Also sind wir quasi fertig mit den Schweinen. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my lord. Das heißt, zack, zack, zack. Und gehen da 2 hin? Nee, okay. Aber eine zumindest. Genau, jetzt haben wir hier tatsächlich auch 5 Fischzuchten. Also wirklich mehr als genug eigentlich. Genau. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind so, auf dem Wein Weg, ist auch fertig. Der Wein ist auch fertig. Wählt die Güter aus. Schick Wie mal. Oft bitte, Sire? Die Güter sind Gehen auf 20 Weg, Fische. Alter. Können wir das dann auch mit einer Ladung erledigen? Ja gut, ich glaube, ich muss gar nicht langsamer machen. Weil eigentlich läuft alles. Ich kontrolliere es gleich mal, wenn der da hier angekommen ist. Mit seiner Ladung, wie viel wir dann haben von allem. Das müsste eigentlich passen. Dann können wir hier unten eigentlich wieder einen Jäger hinbauen. Sonst verhungern die noch. Zu uneben, um hier zu bauen, meine armen Bauern verhungern sonst noch. Bluse. Kappe. Okay. Genau. Ja, es war ein ganz schön weiter Weg, was wir hier in dieser Kackburg angefangen haben, wo alles abgebrannt ist. Richtiger Trash. Und die Ehre haben wir, glaube ich, auch schon zusammen, oder? Die Balken werden irgendwie nie ganz voll. Das ist irgendwie ein Fehler vom Spiel. By the way. Spiel gespeichert. Mal abspeichern. Weil verlieren kann man ja immer, um dann auch mal die Quest neu zu starten. Es wäre ziemlich ärgerlich, wenn das jetzt alles gelöscht wäre. Genau. 40 Gänse haben wir. Keine Fische. Okay, das muss ich im Auge behalten. Okay, warte. Das riskiere ich nicht. Das riskiere ich ganz sicher nicht. So. Keine Fische bisher. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Das merke ich mir auf jeden Fall. Aber eigentlich müssten... Also 20 sind 1000%ig unterwegs. Oh, die sind wahrscheinlich gerade angekommen, oder? Nee. Okay, warte mal. Wein haben wir und Schweine haben wir. Okay. Wir haben keine Fische. Das ist auf jeden Fall... Nicht gut, was schickt der nochmal? Gemüse ist das, ne? Wählt die Güter aus. Genau. Ja, will ich auf jeden Fall nochmal 20 Fische. Oh, aber ich weiß nicht. Reicht das wirklich? Sind es 10, 20, 20, also 50? Naja, doch, es müsste eigentlich schon locker reichen. Na, doch, eigentlich schon.
Aber zur Sicherheit, weil wir das Gemüse ja eh schon wieder haben, nochmal schnell zwei Fisch zuchten. Ich meine, klar, die produzieren in der Zeit vielleicht zweimal Fisch mehr, aber zwei Fisch mehr ist zwei Fisch mehr. Genau. Ja, gut, dann Einstellungen. Machen wir wieder auf 46. Eigentlich müsste alles ready sein jetzt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Gemüse da jetzt geliefert wird, aber ich glaube bis zu 50, oder? Wählt Ne, die Güter 20. aus. Wählt die Güter aus. Okay, na gut, Wählt die Güter aus. muss ich nochmal im Auge behalten. Bei Gemüse reicht es dann überhaupt, oder habe ich jetzt gerade einen großen Fehler gemacht? Aber ich habe ja noch 5-mal Gemüse, also das ist eigentlich, das sollte eigentlich wirklich nicht das Problem sein. Jetzt verliere ich schon wieder, das wäre wirklich unglaublich. Das wäre echt unglaublich. Aber ne, da ist noch einer mit Gemüse gewesen. 52 haben wir jetzt schon. Ja, und jetzt kommt noch einer. Genau, jetzt sind wir schon bei 72. Ne, passt. Gemüse ist fertig. Gemüse ist ready. Wählt die Güter So, aus. was haben wir hier? Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, Haben wir noch Mylord. 10 Wählt Gänse? die Güter Der aus. wartet auf Wie oft bitte, Schweine. Sire? Schicken wir Die nochmal Güter 10 sind auf dem Fisch. Weg, Mylord. Okay. Gefiederte Fisch. Passt. Der ist auch nochmal mit Gänsen unterwegs. Der ist mit Fischen unterwegs. Aber wir haben immer noch keine Fische. Wo sind die Fische? Das kann doch nicht wahr sein. Es ist doch legit 5 Monate her, dass ich die ersten Fische losgeschickt habe. Die kommen einfach nicht an. OMG. Wurde ich überfallen oder was? Ey, das kann doch jetzt nicht ernsthaft. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Die Güter sind auf dem Das Weg, kann doch Mylord. jetzt nicht wahr sein, Alter. Ich habe keine Fische. Der hat jetzt, glaube ich, 3-mal Gemüse geliefert in der Zeit, aber kein einziges Mal fucking Fisch. Wie kann das sein? Der ist eher da mit seinem Fisch als jetzt der von da drüben, den ich ungefähr schon 5-mal losgeschickt habe. Ein Bauer hat das Gesetz Ach gebrochen, du Mylord. Scheiße, das wird wieder nix. Aber warum denn nicht? Wo sind denn diese verfickten Fische? Sorry für die Wortwahl, wirklich, aber wo sind die? Ich habe 2-mal Fisch von hier losgeschickt und es ist kein Mal angekommen. Beziehungsweise jetzt glaube ich sogar 3-mal. Ja, jetzt sind die 10 da, aber die kamen von hier. What the fuck? Ey. Alle schön arbeitslos machen. Ich brauche mehr Fuhrmannsposten. Wählt die Güter Ich aus. hab halt auch keine Fische mehr. Wo Diese sind Lieferung die? wird zurückgerufen, Wo Mylord. sind die? Es sind legit 10. Das kann doch nicht sein, dass ich 70 Gänse produziert habe und 0 Fisch. Also wirklich, ey. Habe ich nicht auch vor allem einmal 50 Fisch losgeschickt? Das ist wahrscheinlich das hier. Wenn nicht, dann bin ich jetzt echt dead. Aber ich fürchte, dass der mit seinen 10 nicht mehr rechtzeitig ankommen wird. Und irgendwo muss doch nochmal Fisch sein. Aber ich habe nie 50 Fisch, glaube ich, losgeschickt. Und es waren noch keine 50. Hä? Habe ich den Fisch woanders hingeschickt aus Versehen? Da kommt noch einer mit Fisch. Aber das wird wieder nur 10 sein. Oh, der wird es nicht rechtzeitig schaffen, wahrscheinlich. Also absolut unbegreiflich. Vor allem, weil Gänse sind eigentlich seltener als Fisch. Also wenn... Ja, tatsächlich, das waren echt nur 10. Ich habe 50 Fisch und 70 Gänse. Wie kann es sein? Wählt die Güter aus. Diese Lieferung wird zurückgerufen, Mylord. Halt's Maul. Ich habe 16... Ich habe 56 mal Fisch und 70 Gänse. Bei einem Fischteich. Was? Also, tut mir echt leid. Ich mache das wirklich nicht mit Der König, Absicht. der König kommt! Meine Güte, ich habe nichts anzuziehen. Beginnt sofort mit der Vorbereitung. Wir brauchen mehr Speisen für die große Halle. Wir müssen bald ein Feld für die Tjost errichten, Sire, wenn alles für den König bereit sein soll. Die Tjost benötigt einige Vorbereitungszeit. Also jetzt mal wirklich ohne Spaß. What the fuck? Das war doch jetzt gerade nicht mehr legit.
What the fuck just happened? Ich weiß, ich könnte noch mal den letzten Speicherstand nehmen, aber actually bin ich mir jetzt selber echt unsicher, was da gerade passiert ist. How the hell did this happen? Wie kann ich mehr... Ich check's nicht. What the fuck ist passiert? Was passiert sein könnte, und das wäre wirklich ultra der Fail. Eure Beliebtheit steigt. Manchmal, wenn ich auf dem Vormannsposten bin, dann sagt ihr doch, wenn ich so Rechtsklick mache, die Lieferung wird zurückgezogen. Es könnte sein, dass ich das aus Versehen, ich habe euch wirklich darauf geachtet, dass es mir nicht passiert, aber es könnte sein, dass ich aus Versehen da drauf gekommen bin, als ich mir Fisch geschickt habe und dass dann eine große Lieferung, sei es jetzt 20 oder 50, ist ja egal, aus Versehen wieder zurückgezogen habe. Das wäre ziemlich bitter. Eine 50er Lieferung Fisch zurückgezogen wäre ziemlich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nie eine 50er Lieferung hatten in dem Spiel. Stand. Weil ich sie extra in kleineren Lieferungen machen wollte, dass ich dann einmal noch 50 vielleicht schicke oder so. Und dann hat sich's erledigt, dann sind wir fertig. Aber das hat ja mal wieder null funktioniert. So, genau. Wie vorher auch. Löschen wir hier alle Gebäude. Und die so hinzustellen ist dämlich, so schafft man viel mehr. Also, das passt da nicht hin, my lord. Ist wirklich Optimierung hier. Genau, hier auch nochmal. Oh Mann, jetzt habe ich wirklich gleich keinen Bock mehr. Also ich meine, es ist natürlich meine Schuld sozusagen, aber es ist halt legit rigged, Alter. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist halt wirklich rigged. So. Ich habe jede unserer Ländereien darum gebeten, uns alles zu senden, was sie können, um uns bei dieser monumentalen Aufgabe zu helfen. Wenn die Güter rechtzeitig fertig werden sollen, könntet ihr persönlich die Dorfproduktion überwachen und vielleicht hier und da noch ein paar Gebäude errichten. Langsam kennen wir den Text auswendig. Na, aber in der Folge schaffen wir das, egal wie lang sie wird, versprochen. Das ist jetzt meine Schuld. Wählt die Güter aus. Na gut, ihr müsst es euch angucken. Wie oft bitte, Sire? Mein Beileid. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Wählt die Menge aus. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. So. Dann. Zack. Das passt da nicht hin, my lord. Zack. Zack. Also die Ehre ist ja wirklich... Also, oh fuck, Leute, ich kaufe das Falsche, hoppla. Das ist vollkommen egal eigentlich. Juckt nicht. Abgehoben. So, jetzt müssen wir gleich noch die Produktion wieder starten. Ja, ich glaube, dann verzichte ich auch auf so extrem viele Schweinefarmen, beziehungsweise macht die Schweinefarm alle da rechts hin. Macht dann von Anfang an hier auch wieder ein bisschen mehr mit Fisch. Und dann schicke ich mir von dem großen, von der Massenproduktion ganz rechts in der Länderei, schicke ich mir jetzt einfach gar nichts zu. Und mach dann wirklich zweimal 50 einfach und probier die restlichen 20 each, also sowohl Gänse als auch Fisch, von hier zu bekommen. Also 20 sollte ja drin sein, sonst wäre es schon echt lächerlich. Okay, hier geht nichts mehr hin. Aber wir haben hier noch einiges zum Auflösen. Hier vielleicht nochmal zwei. Doch, zwei müssten hingehen. Sehr gut. Genau. Ja, und dann hier die wieder wegmachen. Jetzt baue ich hier meine Schweinezucht, denn dann kann er keinen neuen mehr bauen. Genau. Weil der Weg ist jetzt auch nicht wirklich lang das zur Land Küche. Ist zu uneben, um beziehungsweise hier zu bauen, ist ja hier noch Platz. Also hier kann ich auch noch hinbauen. Genau. Passt. Bauen wir noch ein Gehöft, falls sie noch nicht voll sind. Und dann der Wein, der mit Abstand am besten funktioniert eigentlich, neben den Schweinen. Weil der Wein halt eigentlich richtig einfach ist. Das wusste ich am Anfang auch nicht so wirklich, dass es so krass ist. Kann ich eigentlich fast auch hier noch einen Weinberg hinbauen. Und dann hier einfach 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 müsste passen. Genau, dann die Gehöfte, die ich gerade weggestanzt habe, die müssen wir natürlich wieder neu bauen.
So, und dann eigentlich nur noch Weinberge. Da könnt ihr direkt anfangen zu arbeiten hier. Kommt aus eurem Haus raus und seid direkt beim Arbeiten. So muss das doch sein. Fühlt man sich doch wohl. So, das ist eh viel zu viel. Also da reicht schon wirklich. Eigentlich würde es wahrscheinlich sogar reichen, wenn du hier einfach 3 oder 4 Weinberge baust. Und das würde wahrscheinlich sogar reichen. Das ist halt legit crazy. So. Gut, hier ist alles besetzt, oder? Nicht, dass da noch ein Fehler passiert. Also jetzt sind es, wie viel habe ich vorher gesagt? 11, ne? 8, 12 sind es jetzt hier allein schon mal. Jetzt sind es direkt mal 15 plus nochmal 5 hier. Von Anfang an aber, nicht erst später, von Anfang an. Also wirklich, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann muss ich noch Nahrung kaufen, damit das mit der Ehre auch wirklich klappt. Aber wie gesagt, das sollte kein Problem sein. Das sollte wirklich kein Problem sein. Und dann können wir gleich die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Wobei, können wir eigentlich jetzt schon. Machen wir einfach mal kurz 90. Ich weiß, jetzt denkt ihr euch, what the fuck, bist du bescheuert? Dann verkackst du ja gleich wieder. Aber warum passiert hier nichts? Okay, die Bauern kommen alle noch. Na, die bleiben arbeitslos. Wobei die Küche braucht eigentlich auch gar keine Arbeitskräfte, weil die sollen ja hier auch gar nicht kochen. Actually. Von dem her passt es eigentlich. So, genau. Aber nö, das muss auf jeden Fall reichen. Hier hoffentlich diesmal auch. Genau, weil dann ziehst du jetzt nicht so extrem in die Länge. Wenn ich jetzt einfach hier Vollgas gebe. Und wie gesagt, hier schicke ich mir jetzt nichts außer 50er Ladungen. Abgesehen vom Gemüse. Also ich verstehe nach wie vor nicht, wie das passieren konnte. Ah, und hier natürlich einstellen. Arbeit angehalten, my Lord. Arbeit angehalten, genau. Wählt die Güter aus. Na gut, okay, ist noch etwas früh, um was loszuschicken. Wir haben echt gerade erst angefangen. Kann man hier unten noch eine hinbauen? Tatsächlich. Ja, wahrscheinlich wäre es klüger, einfach hier noch eine hinzubauen. Ja. Naja, bei den Schweinen, das sollte kein Problem sein. Genau. Machen wir mal bis zum D von Niederlage. Erstmal. Genau. Eure Beliebtheit sinkt. Ach komm. Das Volk hält viel von euch, mein Ey, warum sind hier auch standardmäßig so hohe Steuern, Alter? Ich check's ja nicht. Du solltest halt wirklich niemals dir das Volk zum Feind machen. Das ist noch nie für irgendjemanden gut ausgegangen. Wobei zwangsläufig wird das Volk so oder so mal zum Feind. Das ist klar. Aber so gut, so lange und so gut es geht, sollte man sich es nicht zum Feind machen. Auch wenn das hier nur ein Videospiel ist. So, jetzt nochmal abspeichern. Spiel gespeichert. Also es ist wirklich krass, die Fischzucht, was das für ein lächerliches Rumgeeire ist, das ist richtig lächerlich. Vor allem, weil ich verstehe halt nicht, wie die mehr Gänse als Fisch produzieren können. Das ergibt halt einfach überhaupt keinen Sinn. Weil eine Gans, bis die Eier legt und du die aufgezogen hast, bis du sie schlachtest, in der Zeit brüten die Fische 5000 Fische gefühlt. Also sollte auf jeden Fall schneller gehen. Schneller und vor allem eine viel größere Menge. Aber naja, ich meine, ich habe noch nie Fische gezüchtet, was weiß ich schon, aber ja. So. Haben wir ja schon 50. 32. Diese Lieferung wird zurückgerufen. Ja, aber eigentlich, dann schicken wir doch direkt 32 los. Also 20. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Kann er direkt losschicken. So, D von Niederlage ist erreicht. Wie oft bitte, Sire? Die Güter schicken wir die ersten 20 Schweine los. Brauchen wir da auch nur noch eine 50er Ladung. Okay. Wie viel hatten wir da? Okay, da warten wir, bis wir 20 haben. Ja, da warten wir, bis wir 20 haben. Und dann schicken wir die große 50er-Ladung los, falls wir hier überhaupt mal 50 erreichen, was ja anscheinend unmöglich ist. Ah, und Gemüse, genau, Gemüse. Wählt die Güter aus. 26. Wählt die Menge aus.
Die Güter sind auf dem Schicken wir schon mal eine 20er-Ladung los, um dann später einfach nur eine 50er-Ladung zu schicken. Müsste eigentlich passen. Wahrscheinlich verkacken wir jetzt wegen Gemüse. Es ist ein verdammtes Meme. Aber gut, es ist noch die Hälfte der Zeit, also es müsste eigentlich passen. Wobei, das habe ich jetzt, glaube ich, in jeder einzelnen Folge gesagt. Ich wusste gar nicht, ich hatte die, ehrlich gesagt, hatte ich die Mission noch gar nicht mehr in Erinnerung. Also beziehungsweise ich wusste gar nicht mehr, dass es so eine Mission überhaupt gibt. Wählt die Güter aus. Jetzt haben wir gleich 20. Der wartet schon sehnsüchtig drauf. Vorteil ist ja, dass wir hier auch Gemüse bauen. Also wenn wir nur 60 hätten statt 70 hier, würde es sich wahrscheinlich auch ausgehen. Also alles cool. Wählt die Güter aus. Jetzt haben wir fast 50. Was ist das für ein Witz, Alter? Und vor allem haben wir jetzt mehr Fische als Gänse. Ey, wirklich. Ich hasse es. Was ist mit diesen 50? Was ist mit meinen Fischen passiert letztes Mal? What the fuck happened to my boy Fish? Also jetzt mal ohne Scheiß, was zum Teufel ist passiert? Das kann halt nicht sein. Jetzt sind wir fertig quasi. Wir haben fast 20 und fast 50. Einmal losschicken, fertig. What the fuck? Wie kann es sein? Also ich habe keine Ahnung, was mit diesen scheiß Fischen passiert ist. Ich wusste, dass da was nicht koscher war. So, der bringt glaube ich gleich eine Gans da rein, oder? Yep. Ah, ist eh schon. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg. Soll jetzt nicht auf diesen Fuhrposten klicken. Wählt die Güter aus. Und warten, dass... Aber tatsächlich, hier waren jetzt auch mehr Gänse als Fische wieder, tatsächlich. 21 Gänse, 19 Fische. Richtig lächerlich. Der bringt schon wieder eine Gans. Aber der bringt auch Fisch. Gefiert die Fisch. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Das waren jetzt 50 Fisch. Oh, oder ich habe da auch wählt verkackt. Wählt die Güter aus. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. 50 Fisch und 50 Gänse sind unterwegs, ihr habt's gesehen. Wählt die Güter aus. Wählt die Güter aus. Die Güter sind und auf 50 dem Weg, my Lord. Ding ist auch unterwegs. Ah, jetzt fehlt nur noch Gemüse, ne? Müsste zwar nicht mehr, welchen Vorposten ich angeklickt habe. Aber ein kluger Herrscher macht das natürlich ganz klug. Baut einfach einen neuen. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Und schickt nochmal 20 Gemüse Bauern los. Werden von Krankheiten dahin gerafft. Ach du Scheiße, was geht ab? Warum ist meine Beliebtheit so im Keller? In der Schatzkammer, my Lord. Ach du Scheiße. Na gut, das ist nur meine Hauptburg, die interessiert ja gern. Danke. What the fuck happened? Wie konnte ich meine Beliebtheit so sinken lassen? Richtig krass. Aber wie gesagt, die müsste gleich wieder top sein. Natürlich ist genau der scheiß Gemüsegarten arbeitslos geworden. Das war ja klar. Aber Zeit bis... Schaut euch mal an, wie viel Zeit wir jetzt noch übrig haben. Und die sind gleich alle mit den 50er-Ladungen da. Das ist der letzte. Nee, das ist der letzte. Die beiden, wenn die da sind, sind wir fertig. Nicht mal ansatzweise ein Zeitproblem. Gut, letztes Mal habe ich es jetzt auch nicht perfekt gemacht, weil ich habe mich auch wieder zu sehr schleifen lassen am Ende und es wieder zu lange gewartet und so, bla bla. Ein Bauer hat aber, das Gesetz Alter. Gebrochen, mein Herr. Also Schweine sind vollständig. Da kommt der vollständig... Ach so, wir sind eh schon vollständig mit Wein. Gänse sind vollständig. Also wirklich, ey. Und noch so viel Restzeit. Weil ich glaube, jetzt wird sogar am Gemüse scheitern. Oh, jetzt mal abwarten hier. Kommen auf die Burg. Jetzt haben wir, glaube ich, erst 52 Gemüse. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Du fuckst mir jetzt nicht mit meinem Boy Gemüse ab. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Ich wollte gerade sagen, jetzt fährt er wieder mit scheiß Brot los. Hallo! Wählt die Güter aus. Ich habe gesagt, du sollst Gemüse liefern, du Arschloch. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Okay, also haben wir jetzt alles 70 bis auf Gemüse tatsächlich. Die Diener haben mir berichtet, dass das Fest bereit ist, mein Herr. Die Tafel ist des Königs wahrhaft würdig. Endlich, Alter, was für ein Scheiß. Lass die Spiele beginnen. Wollt ihr das wirklich tun, Sir William? Sollen wir euch vielleicht einen kleineren Gegner suchen?
Ich habe mich entschieden. Ich kann mein Wort jetzt nicht brechen. My Lady! Kappa. LMAO. What the fuck, der Ton war... Das wird morgen früh sehr schmerzen. Effi, seht nach, ob es ihm gut geht. Okay, what the fuck, der Ton war voll zeitverzögert. William! Tut mir leid. Kenne ich euch? Und? Es scheint alles in Ordnung zu sein, Majestät. LMAO. Damals war das halt wahrscheinlich sogar eine gute Videosequenz in einem Spiel. Richtiger RIP. Alright. Ja gut, dann würde ich einfach an dieser Stelle sagen, war's das. Ich bin nämlich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, rein. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.